aus der Bundesliga. Gesänge ganz anderer Art gab es schon 3 Stunden vorher. Verschärfte Sicherheitskontrollen, rund 280 Ordner im Einsatz. Doch es wurde ein friedlicher Fußballabend. Es war kein schönes Bundesligaspiel, dafür ging es um einfach zu viel. Abstiegskampf pur, der FC St. Pauli in der ersten Halbzeit mit einigen Chancen. Doch im Abschluss häufig zu überhastet. Jeder wusste im Vorfeld, dass dieses Spiel eigentlich nur durch einen Kampf entschieden wird. Weil wenn man hinten dran steht und jeden Punkt braucht, sowohl wir als auch St. Pauli, dann ist es normal, dass man nicht gerade ein schönes Fußballspiel erwarten kann. Aber ich muss sagen, dafür gab es eigentlich reichlich Torchancen auf beiden Seiten. Und ich denke mal, für die Bedeutung des Spiels war es eigentlich ein recht ansehnliches Spiel und eigentlich auch ein faires Spiel. Doch ein Tor wollte für Hansa zunächst nicht fallen. Hier vergibt Stefan Studer, der selbst lange für den FC St. Pauli gespielt hat. Was ein Gespräch von Mann zu Mann doch so alles bewirken kann. Frank Pagelsdorf mit den Tipps für Durchgang 2. Der Trainer hat Sie in der Halbzeitpause zur Seite genommen. Was hat er Ihnen da erzählt? Dass wir meine Athletik, meine Schnelligkeit nutzen wollen und das hat ja auch sehr gut geklappt. Stimmt, nach einer Stunde war der Bann gebrochen. Hansa auf der Siegerstraße. Glückwünsche von den Kollegen. Bedanken konnte sich der Torschütze aber auch bei Sergej Barbares, der die Vorarbeit geleistet hatte. Ich habe Ball gekriegt, ich weiß nicht von wem auch. Habe ich gut durchgesetzt und einfach Baumi gesehen, der war besser frustriert. Dann habe ich Pass gespielt und geklappt. Ne? Doch Steffen Baumgart hätte wenige Minuten später noch einen draufsetzen können. Man hat gesehen, Sie haben Ihre Schnelligkeit wieder sehr gut aufspielen können. Es hätte auch das 2-0 sein können. War da so ein bisschen Nervosität mit dabei oder wollten Sie es besonders genau machen? Nein, ich wollte ihn mit Außenriss in der langen Ecke versuchen zu spielen. Ich hatte freie Bahn und ich sag mal, dadurch, dass ich etwas zu schnell bin, kriege ich ihn nur mit dem Vollspann und der kriegt nicht den Drall, den er kriegen soll. Und er geht leider daneben. Und fast wäre in letzter Sekunde dann doch noch der Ausgleich gefallen. Doch Perry Bräutigam reagierte hervorragend. Bitter für St. Pauli. Die Kiezkicker kann nur noch ein Wunder retten. Und Hansa ist dem Klassenerhalt ein großes Stück näher gekommen.